Hallo ihr Lieben, heute wieder zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir für heute überlegt, statt immer nur drüber zu reden und Material dafür zu sammeln, legen wir heute mal mit den Mixed Media Boxen los. Ich habe mehrere dieser Sets. Ich habe gedacht, heute fange ich an mit dem viereckigen, weil ich hatte eine Weile überlegt, was ich für meine Mutti zum Geburtstag mache, weil das Album wird nicht mehr rechtzeitig fertig. Und ich habe mich jetzt entschieden, ihr so eine Box zu machen und da ein paar Fotos reinzulegen. Die Boxen aus irgendeinem Grund sind ziemlich dreckig, das ist aber nur Dreck. Und da wir die übermalen, ist das halt so wild. Genau. Bei den Mixed Media Boxen, das sind im Prinzip einfach Boxen, die werden mit 3D-Sachen überklebt und dann schwarz angemalt und dann noch irgendwie gehighlightet. Ich denke, ich werde mit Schwarz-Silber arbeiten und genau, mit euch jetzt einfach loslegen. Ich habe mir hier alles rausgesucht, was ich so an Material habe. Hier ist ein bisschen viel Weihnachten dazwischen, aber ich meine, hier sind Formen dabei, die kann man auch so super nehmen. Der Heißkleber ist auch bald gleich soweit, weil irgendwie muss ich das ja auch ankleben. Genau, das erste, was ich mir überlegt habe, ist außenrum mit Spitze und Sternen zu arbeiten, dass man immer in der Mitte so einen Stern hat und dann die Spitze von Stern zu Stern. Und dort, wo die Sterne sind, kann ich dann die Spitze auch ziemlich gut fixieren. Jetzt fängt es auch schon wieder an. Das ist der Grund, warum ich Heißkleber hasse. Man hat die Fäden überall. Bei einer Box, wo es um die Struktur geht, muss man da sehr aufpassen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal solche Boxen gebastelt habt. Das war jetzt doof. Ich muss erst die Spitze kleben und dann die Sterne. Auch schon mal solche Boxen gebastelt habt und welchen Kleber ihr verwendet habt. So, schauen, dass wir ungefähr gerade sind. Ich will die Spitze jetzt auch nicht rundherum festkleben, die soll ruhig ein bisschen Bewegung haben. Aber zumindest an den wesentlichen Punkten fixiert sein. Muss ich gleich noch machen, wenn wir die Runde rum sind. Genau, für innen werde ich die auch erstmal schwarz ausstreichen und dann habe ich so ein selbstklebendes Vlies beim Action geholt. Da werde ich wahrscheinlich dann entsprechend den Boden auskleiden. Die Seitenwände werde ich aber dann schwarz lassen. Hauptaugenmerk wird auch eher auf dem Deckel liegen, was jetzt das Dekorieren und so weiter angeht.
achten, dass alle Pflanzen mit eingefangen sind. Nicht, dass sich die Spitze mit der Zeit auflöst. Genau. Und wie gesagt, ich hatte überlegt, die Box dann, wie gesagt, meine Mutti zu schenken, in ein paar Fotos rein von mir und meinem Freund. Sie fragte mich eh mal nach ein paar aktuellen Fotos. Und die Box kann sie dann weiterverwenden für was sie will. Sie macht ja auch Handarbeiten, sie hat auch immer Sachen rumliegen. Von daher. Denke ich, dass die Idee gar nicht verkehrt ist. Jetzt sehe ich arbeite schon wieder außerhalb der Arbeitsfläche, die ihr seht. Genau, wie die Boxen so dreckig werden konnten, weiß ich nicht. Die waren schon so dreckig, als ich sie gekauft hatte. Gut, ich hatte gesehen, die Folie hat ein paar Löcher gehabt. Wahrscheinlich ist da einfach Dreck reingekommen und das hat sich dann verteilt. Das ist ja auch nur die äußere Box, die diese Flecken hat. Oder sagen wir mal, massiv diese Flecken hat. Vielleicht ist es auch schon bei der Produktion passiert. Genau, ich fange auch mit der eckigen an, weil es meine erste Box ist. Und ich es erstmal ausprobieren will und andere Formen sind natürlich auch ein bisschen komplizierter. So, damit bin ich mit der Schachtel eigentlich auch schon durch. Man könnte die jetzt sogar von der Farbe her so lassen. Aber es ist keine echte Mixed-Media-Box, wenn die kein einheitliches Design kriegt. So. Ich habe mir über das Ganze noch so überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich es anordnen will. Wie ich mit den verschiedenen Sachen arbeiten will. Was ich draufnehmen will. Ich denke, ich mache das so ein bisschen frei Schnauze. Also auf jeden Fall weiß ich, wie mit dieser Perlenkette anfangen und da immer erstmal meine so ein bisschen Struktur schaffen. Thank you.
so ein bisschen was, was halt verspielt über die Fläche geht und dann... kann man die Lücken gut mit den anderen Sachen auffüllen. Die Idee stammt natürlich nicht von mir, die habe ich auch wieder bei YouTube gesehen. Wenn ich ein besseres Namensgedächtnis hätte, könnte ich euch auch wieder sagen, bei wem. Habe ich aber leider nicht. Und Dame, bei der ich das abgeguckt habe, die hat da wirklich alles Mögliche mitverarbeitet. Sicherheitsnadeln. Und so weiter. Hat da wirklich tolle Sachen. Hat am Ende eine geile Box rausgehabt. Genau, so sieht unsere, also meine Box bisher aus. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier da vielleicht in die Ecken. Ja, zwei Blüten sind schon fast zu massiv, aber eine gefällt mir da sehr gut. Wie gesagt, es kommt hier null auf die Färbung an, es geht hier rein um die Struktur. Deswegen sind auch Holzelemente immer super oder auch die Kupferteile, da werde ich mir gleich noch ein paar ranholen. Aber ich werde es mal mit dem platzieren, was ich hier so liegen habe. Ich bin jetzt noch unsicher, welche Schmetterlinge ich nehme. Ich glaube, ich gehe auf die Holzschmetterlinge, weil die einfach mehr Struktur bieten. Ja, da sind noch zwei Größen drin. Sehr schön. So, damit bin ich fertig. Ein Sternchen will ich auf jeden Fall. Noch ein
habe noch einen zweiten, das Schleifchen soll mit drauf. Und dann schauen wir erstmal, wie es danach aussieht. Ich habe jetzt keinen Plan oder so, ich mache das einfach alles, wie es mir gerade passt. Und am Ende wird halt im Zweifel mit Knöpfen und sowas aufgefüllt. Bei meiner Heißklebepistole, wenn ich die ohne Kabel verwende, muss ich zwischendurch immer mal abstellen, dass die sich wieder aufheizt. Genau. Dann kann ich in der Zeit ja mal hier oben schauen, was ich noch so an Strukturen drin habe, was vielleicht ganz gut passt. Problem ist, wenn man zu klein arbeitet, dann füllt man am Ende die Lücken eher auf, anstatt man da noch wirklich die Struktur hat. Also man braucht schon wirklich gut strukturierte Sachen. Und wenn man zu feine Sachen hat, dann geht es ein bisschen verloren, wenn man dann mit dem Kleber arbeitet. Also zumindest, wenn man Heißkleber nimmt. Ich glaube, die eine Blume nehme ich noch mit dazu, weil die gut zum Thema Schmetterlinge und so weiter passt. Aber den Rest lasse ich lieber raus. Weil die ziemlich groß ist, platziere ich die jetzt auch direkt als nächstes. Weil was ich sehr gerne mache, ist von groß nach klein. Also erst die großen Sachen platzieren und dann mit den kleinen Sachen auffüllen. Ich hätte gerne hier unten noch eine Rose. Aber ich möchte sie auch nicht in die Ecke setzen. Das sieht dann zu aufgeräumt aus. Dann habe ich direkt hier. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich nehme mal von den Steinsternchen noch ein paar dazu, weil, also ich persönlich mag es immer, wenn sich Strukturen wiederholen. Man hat seine ein, zwei Highlight-Elemente, die kommen dann auch nur einmalig vor. Aber andere Sachen dürfen sich dann durchaus wiederholen, damit es nicht zu wild aussieht. Da hat auch jeder so ein bisschen seine eigenen Vorlieben.
wie gesagt, die Farbe ist jetzt egal, weil am Ende wird das eh alles schwarz bemalt und dann entsprechend geht man mit einer Bürste drüber. Wie gesagt, ich denke, ich werde Silber nehmen. Ich hatte doch gerade noch... Das liebe ich ja. Man weiß, dass man es hat und trotzdem ist es weg, wenn man es braucht. Nee, wenn nicht da ist, dann geht nicht. Dann kommen da zwei Knöpfe. Schön kann man kommen. Genau, jetzt bin ich am Überlegen, ob wir nicht ein paar Stellen auch noch ein bisschen spitze füllen. Weil ich möchte natürlich auch, damit es gut zusammenpasst, dass ich die Elemente, die ich außen habe, auf der Box selber wiederhole. Deswegen hatte ich auch gesagt, mindestens zwei von diesen Sternchen sollen nach oben mit drauf. Und für die Seite muss ich mir auch noch was einfallen lassen, weil das hier ist jetzt noch relativ langweilig, aber ich will auch nicht zu viel auf die Seite machen. Es soll schon oben das Highlight sein. Und es soll auch, also es soll nicht hyper chaotisch wirken, aber es soll schon gut bestückt sein. Ich muss gleich mal schauen, was ich sonst noch so an kleinen Lückenfüllungen vielleicht habe. Ich habe hier irgendwo noch Strasssteine und sowas. Die Halbperlen finde ich jetzt ein bisschen langweilig, die machen ja nur einen runden Buckel. Ich brauche mal was Größeres für hier. Und später haben wir an der Ecke schon. Ich gehe mal kurz in meine Kiste.
letzte Kuscheln. So, also meine 3D-Elemente-Kiste habe ich jetzt nichts gefunden, aber ich habe hier mal noch meine Tüte mit 3D-Stickern geholt und da haben wir ja noch Gläschen und den Boden, also große Steinchen. Die Röschen nehme ich mit. Ja, den Bogen, weil der ist schon. Wobei, ich nehme eine Mischung, das nehme ich auch noch. Schauen wir mal, was wir damit noch auffüllen können. Jetzt setze ich noch den letzten Knopf. Normalerweise sind die ja selbstklebend, da ich denen aber nicht vertraue, auf die Haltbarkeit, die eine Box haben sollte, klebe ich die jetzt auch einfach mit Heißkleber an. Ich glaube aber, ich fange mit dem an. Bei mir ist dieser Mittelstein aufgefallen. Der hat eine schöne Größe für die Lücke, die wir da noch haben. Vorteil an 3D-Kleber ist übrigens auch, wenn ihr was schief klebt, das füllt so ein bisschen den Untergrund mit auf. Also ihr braucht euch da nicht so sehr Sorgen machen. So, jetzt ist oben eigentlich schon gut gefüllt. Gehe ich jetzt noch mit Röschen rein. Und was mache ich außen rundherum? Ich glaube, die Röschen hebe ich mir für ein anderes Projekt auf. Nehme ich lieber hier die Blümchen. Ich hoffe dann nur, dass das mit dem Anmalen auf dem Plastik und so weiter gut funktioniert. Ansonsten muss man halt mit mehreren Schichten arbeiten. Aber je mehr Schichten man hat, umso mehr geht natürlich auch verloren. So, jetzt bin ich mit oben. Ach ja, ihr Lieben, es war mal wieder soweit. Die Kamera hat nicht mehr aufgezeichnet. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie der Endpunkt der Box aussieht. Also ich habe das alles beklebt,
dann an den Seiten noch ein bisschen. Und das unten habt ihr bestimmt mitbekommen, so dass das jetzt die komplette Box ist. Mir geht das mit der Kamera ziemlich auf die Nerven. Für alle von euch, die auch YouTube machen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr eine Kamera habt, die das besser macht, die trotzdem nicht allzu viel kostet, die trotzdem eine relativ gute Bildqualität liefert. Ja, da muss ich mir echt mal was einfallen lassen. Oder ich muss mir immer einen Timer stellen, der dann nach einer halben Stunde piept, dass ich die Kamera neu starte. Genau, der nächste Schritt hier ist im Prinzip das ganze schwarz grundieren mit Acrylfarbe. Das werde ich wohl off-camera machen. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn im Prinzip ich die Details mache. Ich denke mal, ich werde mit Silber arbeiten, genau. Also wenn wir dann das Feintuning an der Box machen. Genau, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann wir uns das nächste Mal hören und oder wann ihr das Video schaut. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.